Heute probiere ich das Hefeweizen von Berg. Herzlich willkommen zum Knöll-Spielkanal. Heute gibt es das von der Bergbrauerei, das Hefeweizen. Das Bier habe ich geschickt bekommen vom Dirk. Vielen Dank, Dirk. Dirk ist Teil der Community, die sich unter diesem Kanal gebildet hat. Unten ist der Link, wer gerne dazukommen möchte. Das ist ein Hefeweizen, ein trübes Hefeweizen mit einer Stammwürze von 12,7 Grad Plato und 5,1 Volumenprozent Alkohol. Die Brauerei Berg kommt aus Hingenberg. Unten auf der Schwäbischen Alb hatte ich schon einige Biere von. Die waren alle klasse. Die brauen immer in offener Gärung, das heißt in offenen Behältnissen, was in deren Geschmack ausmachen soll. Im offenen Gärbottich steigt die Hefe nach oben, wird mit dem großen Sieblöffel abgehoben und in den nächsten Sud gegeben. Tettnanger Perle ist der Hopfen hier drin. Und ja, alles aus integriertem, kontrolliert zum Anbau. Ja. Zap. Wie immer ins TQ-Glas. Ich habe jetzt keine Lust auf ein Weizenglas. Ja, ein trübes, hellgoldenes Bier mit einem feinen weißen Schaum, wie sich für ein Weizen gehört. Ja, sofort die Banane, wie es sich gehört für den Weizen. Schöne, matschige, knetschige, überreife Banane. Ja, viel mehr kommt da nicht. So soll ein Weizen riechen, finde ich. Ja, freue ich mich drauf. Prost. Ja, die Banane kommt auch im Geschmack super durch. Diese schöne, matschige, knitschige Banane. Sehr, sehr lecker. Ich merke gerade, ich habe so ein bisschen, die Nase richtig zu, aber so ein bisschen, dass ich nicht so toll rieche gerade. Mir eben nicht so aufgefallen. Nase. Beim Weizenbier finde ich schön, wenn man eben diese typischen Aromen hat. Die gehören einfach da rein. Weizen muss halt Bananennoten haben oder und Nelkennoten. Das gehört sich so. Es ist ein super leckeres, süffiges Weizenbier. Ich hatte es nicht anders erwartet von Berg, weil die Biere von denen ich bisher hatte, die waren alle super auf jeden Fall. So auch dieses. Vielen Dank, Dirk. Ja, ist halt, wo ich bin, in Nordrhein-Westfalen nicht zu kriegen. Aber wenn man so nette, liebe Community-Mitglieder hat, dann kriege ich das auch schon mal geschickt. Super. Und wenn ich mal unten in der Gegend sein sollte, also die Brauerei würde ich auch mal besichtigen, auf jeden Fall. Soll ich auch sehr lohnen. Das habe ich ja schon vom Flirp gehört, der auch hier Teil der Community ist. Ja, was kennt ihr von Berg? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann bis bald und Prost.